Willkommen, hier geht es um die Geschäftsprozesse, die mit der Beschaffung von Material verbunden sind. Und der Prüfer fragt, sagen Sie mal, was ist denn da so zu tun? Und da ist es gut, wenn man eine strukturierte Antwort gibt. Dass man also sagt, nun, da sind mehrere Schritte zu tun. Damit gewinnt man auch ein bisschen Zeit, um seine Gedanken zu sortieren. Und dann hilft auch hier wieder die Vorstellungskraft. Der erste Schritt ist natürlich, wenn es um Beschaffung geht, die Bedarfsermittlung. Ja, nichts anderes tut man ja auch zu Hause, wenn man sagt, ich muss einkaufen gehen. Ja, was brauche ich denn? Und dann guckt man in den Kühlschrank und guckt man vielleicht sonst in den Vorratsschrank noch und ermittelt den Bedarf. Oder man hat sich vielleicht vorher schon aufgeschrieben, wenn irgendwas zur Neige gegangen ist oder zur Neige geht, dass man es nachkaufen muss. Wie auch immer, das ist Bedarfsermittlung. Der zweite Schritt ist dann die Bezugsquellenermittlung. Das ist die Frage, wo? Ja, Bedarfsermittlung ist die Frage, was brauche ich? Bezugsquellenermittlung ist die Frage, woher bekomme ich es? Jetzt ist das bei dem privaten Haushalt meistens so eine Gewohnheitssache, die sich vielleicht jetzt gerade ändert, dass Leute sagen, ich kaufe nicht mehr im Supermarkt, ich gucke mal nach alternativen Bezugsquellen. Ich gucke, ob ich beim Bauer vielleicht direkt kaufen kann, ob es vielleicht einen Hofladen irgendwo gibt und so weiter und so weiter. Wie auch immer. Woher bekomme ich das, was ich brauche? Dann kommt der dritte Schritt. Das ist die Lieferantenbeurteilung und Angebotsvergleich. Jetzt muss ich für einen Moment mal meine Analogie zum privaten Haushalt verlassen, denn wir kriegen. Naja, vielleicht doch, aber in der Regel gehen wir selber einkaufen und lassen uns die Dinge nicht anliefern. Das ist vor allem für das Unternehmen hier. Welche Lieferanten? Da gibt es bestimmte Kriterien, wie man Lieferanten beurteilt, vor allem ihre Zuverlässigkeit beurteilt, denn man will ja auf Dauer auch mit diesen Lieferanten zusammenarbeiten. Und vielleicht auch der private Haushalt, der als eine Alternative zu seiner üblichen Bezugsquelle vielleicht auch die Möglichkeit des Anlieferns jetzt mal ausnutzt. Ne? Auch hier muss man natürlich die Lieferanten beurteilen und die Angebote vergleichen. Nicht nur nach Preis, sondern auch nach allem, was dazugehört. Zum Beispiel auch Lieferzeit. Ja, es gibt hier zum Thema Lieferantenbeurteilung, ist quasi ein eigenes Thema und da gibt es eigene Kriterien. Da kann man also jetzt wieder sozusagen ein Fass aufmachen und sagen, da gibt es quantitative Kriterien und da gibt es qualitative Kriterien und dann kriegt man einen ganzen Kriterienkatalog und dann muss man vielleicht sogar das Scoring-Modell bemühen. So weit will ich jetzt hier nicht gehen. Ja, ich bleibe jetzt hier beim Grundsatz und sage, wer? Ja, hier ist die Frage, wer? Na, was brauche ich? Woher bekomme ich es? Wer liefert es mir? Und dann die Frage, was als nächstes? Viertens, die Bestellung und Bestellüberwachung. Ja, wir bestellen zum Beispiel online, jetzt wieder aus Sicht des privaten Haushaltes, bestellen wir zum Beispiel online. Und dann können wir ja in der Tat heutzutage auch innerhalb gewisser Grenzen auch überwachen. Ja, wir bekommen da oft so eine Tracking-Nummer und können dann schauen, wo das Paket ist. Na, die Angaben sind nicht immer besonders gut. Aber so ein bisschen kann auch der private Haushalt eine Bestellüberwachung machen. Bei einem Unternehmen, das dauerhaft mit Lieferanten arbeitet, gibt es da ausgefeiltere Prozesse, auch aussagefähigere Prozesse, ja, wodurch man die Bestellung überwachen kann. Zum Beispiel den Status der Bestellung feststellen. Und der fünfte Schritt,
schließt die Sache ab. Das ist Wareneingang und Zahlung, wobei das natürlich nur eine Variante ist. Ne? Es kann auch sein, dass man vorher schon bezahlt hat. Es kann sein, dass man hier noch ein Zahlungsziel ausnutzt. Ich habe das jetzt hier als eins zusammengefasst, aber hier gibt es durchaus verschiedene Varianten. Also die Ware kommt an. Hier kann man wieder ein Fass aufmachen. Da fragt der Prüfer, was ist denn jetzt zu tun? Und was zu tun ist, ist die Wareneingangsprüfung, ne? Weil man offene Mängel auch sofort rügen muss. Ne? Und Zahlung heißt dann, wenn alles in Ordnung ist, bezahlt man, um es jetzt hier einfach zu halten. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.